zwei Eigenschaftsworte für Ihre Partei. Rechtspopulistisch oder rechtskonservativ oder wie kann man es denn nennen, die FPÖ? Reformorientierte Freiheitsbewegung. Weil wir verändern ja dieses Land. Ohne uns gäbe es in dem Land keine Veränderung. Gäbe es keinen Abbau des Proporzes. Gäbe es keine Reform der Sozialversicherung. Gäbe es keine Neuordnung der Ausländerpolitik. Gäbe es kein kritisches Bewusstsein gegenüber der Europäischen Union. Gäbe es keine langfristig vernünftige Perspektive der Osterweiterung. Wir sind schon oft zusammengesessen, bin immer kritisiert worden, auch in Kommentaren von Ihnen in der Osterweiterung. Der Haider, der verhindert die Osterweiterung. Die Chance für Österreich. Na, was sagt jetzt der Herr Schröder? Mit ein paar Jahren Verspätung. Ja, 95 habe ich auch nicht draufgekriegt, weil ich gesagt habe, wir brauchen Übergangsfristen beim Arbeitsmarkt. Das ist also sozusagen ein provinzieller Neandertaler da unten in Kärnten. Heute sagt der Herr Schröder, na, unter 7 Jahren Übergangsfristen beim Arbeitsmarkt geht es gar nicht. Das ist, irgendwo sind wir einfach immer wieder auch im Laufe der Zeit gerechtfertigt. Das heißt, wir sind weniger ideologisch, aber sehr stark pragmatisch lösungsorientiert. Diese FPÖ, auf die verlässt man sich, wenn man sagt, denen fällt was ein. Der Jörg Haider, der lässt uns nicht im Stich, der hat eine Lösung für die Probleme. Und deshalb bin ich auch in Kärnten als Landeshauptmann akzeptiert, weil ich eine Lösung für Probleme habe und sie nicht ideologisch sehe. Das heißt, Sie sind kein Rechter mehr, also aus, vorbei. Ich war nie ein Ideologe, aber ich habe selbstverständlich eine persönliche Weltanschauung und Grundsatzposition, die auf alle Fälle einmal nicht links ist, weil ich bin für Law and Order. Ich bin also für eine geordnete rechtsstaatliche Institutionen-Organisation. Das ist ja völlig klar. Ich bin dafür, dass wir die Opfer stärker schützen als die Täter. Und das kommt ja alles in unseren Aktivitäten zum Ausdruck. Wenn wir ein Programm gegen den Kindesmissbrauch machen, dann sind wir die Ersten, die jetzt konkret was tun. Und der Minister Böhmdorfer hat hier, obwohl er immer wieder geprügelt wird, mehr getan als jeder Justizminister vor ihm. Ja, aber zum Teil sind das ja Scheinlösungen, die Sie anbieten, wenn Sie zum Beispiel vom Agrarvandalismus der EU sprechen. Ja. Da tun Sie so, als würde der Herr Fischler aus eigener Machtvollkommenheit die Agrarpolitik der EU gestalten. Wahr ist vielmehr, dass die Beschlüsse von den nationalen Ministern gefasst werden und Herr Fischler, der sie zum Teil sehr skeptisch sieht, vollziehen muss. Sie verwechseln da ja Ursache und Wirkung. Es ist rührend, dass Sie den Herrn Fischler so verteidigen. Sie sind einer der wenigen, der das in Österreich noch tut. Aber der Herr Fischler hat selbstverständlich als Kommissar natürlich einen gewissen Spielraum. Das kann ja nicht so sein, dass, kann Vorschläge machen. Dass der, die Kommission hat es immer wieder gezeigt. Aber selbst das, wenn es so ist, ist es auch richtig und ist auch unsere Kritik perfekt. Denn es zeigt ja nur, dass mit dem Einzug der FPÖ in eine Regierung, auch eine Bundesregierung, in der die ÖVP mit uns als Koalitionspartner drinnen ist, auch ihre agrarpolitische Philosophie wird ändern müssen. Und es wird so weit gehen, dass wir auch darüber nachdenken, was leisten wir uns für den biologisch verbunden wirtschaftenden Landwirt. Wenn wir das haben wollen, dann müssen wir für diese Gruppe etwas tun. Wie schaut das im Förderwesen aus? Es kann doch nicht so sein, dass wir bei Großbesitzern unbeschränkte Förderungen machen und die Kleinen gehen uns vor die Hunde. Ist der Vorschlag des Herrn Fischler, der von Ihnen so attackiert wird? Ja, soll es der Vorschlag des Herrn Fischler sein? Ja. Es braucht ja alles seine Zeit, bis es umgesetzt werden kann. Ich habe vom Fischler noch nie gehört, dass er gesagt hat, wir fördern also die Großbetriebe nicht, weil dann hätten wir das nämlich. Wir haben es ja leider nicht. Das ist ja das Problem. Noch einen zweiten Punkt zu dem, was Sie gesagt haben, zu Ihrer Weltanschauung. Thema Einwanderungspolitik. Es kommen immer wieder Studien, dass es einen massiven Facharbeitermangel in Österreich gibt und noch mehr geben wird. Sollte nicht die FPÖ angesichts dieser Entwicklung für eine gezielte Einwanderungspolitik eintreten? Nein, wirklich nicht. Sondern da muss man das machen, was ich auch jetzt in Kärnten mache. Wir müssen unsere Leute, unsere Jugendlichen besser ausbilden. Das ist das, was ich auch von der Bundesregierung erwarte. Wann kommt die Technologieoffensive in den Schulen? Mhm. Ich finanziere heute mit Landesgeld zusätzliche Klassen an den Handelsakademien, den HTLs, an den höheren Schulen, mache ein College zur verbesserten IT-Ausbildung für unsere jungen Menschen. Dann brauche ich keine Green Card-Kostgänger, die da hereinkommen. Denn in Wirklichkeit wollen wir ja nur, und das Gefühl habe ich einfach immer wieder, billige Arbeitskräfte auch im IT-Bereich haben. Ich kann Ihnen sagen, ich muss Bewilligungen ausstellen oder nicht. Und wenn ich da auf meinem Schreibtisch als Landeshauptmann Ansuchen habe, wo sogenannte Führungskräfte dann in einem IT-Unternehmen 15.000 Schilling verdienen, dann gibt es bei mir keine Bewilligung, weil mit 15.000 Schilling ist das kein Schlüsselarbeitsplatz. Das ist ganz erstaunlich, wenn man sowas sieht. Da bilde ich also lieber, da bilde ich lieber junge Leute aus. Wir haben von 21 zusätzliche Klassen jetzt gemacht, kostet uns viel Geld.
Aber unsere jungen Leute haben dann eine Arbeit. Und das ist entscheidend. Aber wenn ich da werden zuwandern lassen, die besetzen unsere Arbeitsplätze. Zwei kurze Fragen noch. Wo sehen Sie Österreich 2020? Da sind Sie 70 Jahre alt. Sehen Sie da Österreich in der Europäischen Union oder in einem Riesen-Europa? Oder welches Österreich sehen Sie da? Ja, meine Vision ist, dass wir in Österreich haben, das in einem Europa der Bürger in der Zwischenzeit untergebracht ist. Nicht vom Herrn Bürger, sondern der Bürger, wo also die Menschen auch stärker über ihre Belange wieder entscheiden können. Denn das derzeitige Europa ist nicht sehr demokratisch. Und wenn wir dorthin kommen, dann ist das eine Teilerfüllung auch der Vision, für die ich stehe. Ich bin nie für dieses Brüsseler zentrale Europa gestanden, aber ich stehe für ein Europa der Bürger. Sollen wir austreten aus der Union? Oder? Nein, wir sollen es verändern. Das ist ja das. Ich kann sagen, ich bleibe so lange in der Opposition, bis alles automatisch sich ändert. Dann braucht man mich aber nicht. Oder ich gehe den mühevollen Weg der Reformen und der Veränderungen. Erster Teil war, die österreichische Demokratie zu reformieren. Zweiter Teil ist jetzt in der Regierungsarbeit einen guten Beitrag zu leisten. Im Februar 2000 sind Sie nach der ORF-Februar-Pressestunde als Parteiobmann zurückgetreten. Ja. Worauf müssen wir uns denn heute in 3 Wochen einstellen? Jetzt habe ich nichts mehr, wo ich zurücktreten kann. Ich bin als Parteiobmann in Kärnten zurückgetreten, als Parteiobmann auf Bundesebene zurückgetreten. Und ich glaube, dass sich diese Entscheidungen auch wirklich als richtig herausgestellt haben. Niemand hat erwartet, dass meine Nachfolgerin so kurz, so sattelfest agieren wird und so große Anerkennung sich erwirbt. Und im Großen und Ganzen ist auch das freiheitliche Regierungsteam für alle eine Überraschung gewesen. Und die Tatsache, dass viele freiheitliche Minister ganz oben in der Beliebtheitsskala sind, zeigt ja, dass die Entscheidungen nicht so schwach sind. Ich danke Ihnen, Herr Dr. Haider, fürs Kommen. Danke, Dr. Kotanko, für die Fragen. Kurz noch 2 Hinweise, betrifft Essen am Prüfstand heute mit